Die erste Rednerin ist am Weg zum Pult. Sie kommt von der SPÖ, die Frauensprecherin der Partei. Es ist Gabriele Heinisch-Hossek. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass es von großem Interesse auch für den Herrn Finanzminister sein sollte, wie wir und wofür wir und für wen wir Geld ausgeben in diesem Land. Es ist besonders für die Frauen und die Männer ganz wichtig, wie Geld ausgegeben wird. Und wenn in diesem ersten Ansinnen der Regierungsparteien, dem wir unsere Zustimmung erteilen werden, weil wir ja gegen eine Abfrage zum Thema, wie viel Geld geben wir für den Gewaltschutz aus, nicht sein kann, es aber unserer Ansicht nach unglaublich kurz greift, denn die isländische Regierung zum Beispiel hat jetzt alle Ressorts in Island ersucht, im Rahmen der Krise aufzulisten, nachzuschauen, wie ein Konjunkturpaket zur Wiederbelebung der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens im Allgemeinen, wie diese Gelder hier den Männern und den Frauen zugutekommen. Wir sind schon wieder einmal 17 Schritte hinten und bitten jetzt die seit 21 Jahren tätige interministerielle Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming, Gender Budgeting darum, die Ressorts anzurufen, abzufragen, anrufen steht zwar nicht im Antrag, aber abzufragen, wie viel Geld wir für den Gewaltschutz ausgeben. Das ist zu kurz gegriffen, viel zu kurz gegriffen, weil der Budgetdienst uns ja auch Vorschläge gemacht hat in einer 90-seitigen Anfragebeantwortung, ist eine kleine, sehr interessante Studie geworden und dort vorschlägt, dass eigentlich beim Geldausgeben wir bei der Datenlage, bei der Analyse schon schauen sollten, wie viel ist für Männer und für Frauen vorgesehen und jedes Ressort sollte das auch dem anderen, einem anderen Ressort erzählen und sie sollten sehr vernetzt hier tätig sein und arbeiten, denn dann könnte man sehr schnell einen Gesamtüberblick bekommen, wofür geben wir Geld aus und welche Daten benötigen wir, die wir hier vielleicht noch nicht haben. Denn ein Budget kann natürlich Unterschiede verstärken oder Unterschiede abbauen. Und dieses Budget, die unterschiedlichen Bedingungen, die in diesem Land Frauen und Männer auch vorfinden, bewirkt natürlich, dass Macht auch ungleich verteilt ist. Und wir gehen das nicht an. Die Bundesregierung lässt abfragen für einen Bereich, der sehr wichtig ist. Aber wir wissen immer noch nicht, wie die 24,6 Millionen im Groben aufgeteilt sind. Zwar schon, aber wann sie wohin auch ausbezahlt werden und wer wann davon auch profitieren kann. Sie wissen, der Rückstau bei den Frauen- und Mädchenberatungseinrichtungen, für die kein Cent vorgesehen ist, außer sie sind vielleicht auch Familienberatungsstellen, dass die das dringend bräuchten, damit sie diesen Rückstau an Beratungen hier auch vornehmen können, damit sie Armutsvermeidung, juristische Beratung den Frauen angedeihen lassen können. All das findet sich nicht. Es ist wieder mal ein, naja, lassen wir heute abfragen, wie viel Geld wir aufwenden. Aber es wäre genauso wichtig für Vereinbarkeit, es wäre genauso wichtig für die Pflege, so wie es Island jetzt macht. Wofür wollen wir Geld ausgeben in Zukunft, damit niemand benachteiligt ist und Männer und Frauen gleichermaßen hier auch bedient werden? Und das fehlt, das tut uns sehr leid. Frauensprecherin der SPÖ, Gabriele Heinisch-Hossek, schaut nach Island. Dort wurden alle Ministerien aufgefordert, Gelder aufzuschlüsseln, wie sie Frauen und Männer zugutekommen. In Österreich passiere das nicht so. Ihre Kritik.